Hallo und willkommen live zum Klankrieg zwischen The Return und Mercenarios. Wir gehen sofort rein in der ersten Angriff von Maurice gegen Ina. Und ich muss sagen, ein sehr starker Gegner auf jeden Fall. Ah, direkt in die Riesenbombe gelaufen. Nein. Lass doch die Mauerbrecher am Leben. Warum nimmt er denn eigentlich keinen Blitzzauber mit? Weil jetzt ist nämlich der Golem da oben nämlich schon tot. Das hatte ich mir schon gedacht. Scheiße. Ja, ich nehme bei sowas nämlich eigentlich immer einen Blitzzauber mit, weil ich dann halt, die Klarenburg rausblitzen kann oder wegblitzen kann. Und dann, je nachdem, ich nehme halt ein Schweinchen mit und locke sie vorher raus. Aber gut. Wir wollen mal sehen, was er noch so macht. Er hat ja noch 3 Wutzauber übrig. Also das müsste mindestens ein 2. Warum nimmt er denn jetzt zum Beispiel keinen Wutzauber in die Mitte einfach? Nimm doch einen Wutzauber. Wutzauber in die Mitte. Bitte. Mach einen auf den König. Der König hat doch noch volle Leben. Nimm doch einen Wutzauber. Warum nimmst du... Ja, genau. Jetzt nimmt er einen Wutzauber, wenn der Päcker eh schon fast Fratz ist. Nee. Ach, Maurice, was machst du denn? Ja, die Päckers unten sind noch am Laufen. Der König auch. Der König ist jetzt gezündet. Hat er immer noch 2 Wutzauber? Ja, das ist genau das, was ich eigentlich mir auch gedacht hatte, nämlich, dass der Wutzauber jetzt da oben einsam und alleine noch rumliegt und niemand ihn benutzen kann. Ja, jetzt nimmt er noch den Wutzauber. Das wären doch eigentlich lockere 2 Sterne gewesen, wenn er oben einfach den Wutzauber benutzt hätte. Ach, Mann. Wobei, na, Glück gehabt, es ist doch noch ein 2. Stern geworden, aber es wären vielleicht sogar lockere 3 Sterne geworden. Ah, Mann, ey. Ja, wobei mit einem Dreier-Päcker... Hätte er schaffen können, na egal. Hätte er vielleicht schaffen können, aber so, zumindest haben wir jetzt so einen coolen Angriff gesehen von Maurice. Maurice. Und habe ich ein paar neue News übrigens eingeblendet. Wenn ihr da gleich mal drauf achtet, habe ich 1-2 Überraschungen eingebaut. Okay, jetzt kommt da noch die Skelettfalle noch raus. Die Skelettfalle tötet den Päcker, ist auch geil. Es lebt unten nur noch der Golem. Ach man, der Golem lebt jetzt noch, aber das war es jetzt auch. Was hat er denn geholt? Ja, 84%. Ist eigentlich okay. So, hau noch einen. Oh, wir haben noch einen von Aljisha 77. Ich weiß nicht genau, wie man spricht, tut mir leid. Ich nenne ihn einfach Ali. Nein, Spaß. So, oh, Liam Neeson bald bei The Return. Die Verhandlungen sind im Gange. Wir sind uns noch nicht einig geworden über die Ablösesumme von Liam Neeson. So, also was macht er? Er nimmt auch Go Wipe, 10er Helden. 10er König, 7er Königin, einen Heil, 2 Wut, einen Sprungzauber. Und wir gucken mal einfach, jetzt setzt er den Sprungzauber ein bisschen, ja, wobei, gut, er will eh nur eine Mauer überspringen, von daher passt das noch. So, komm, wunderbar. Das war eigentlich gar nicht mal schlecht, weil der Golem jetzt drüber gehüpft ist und dadurch die Riesenbombe ausgelöst hat und dadurch die Königin halt nicht ganz so viel verloren hat, wie sie eigentlich verloren hätte, wenn sie selber in die Riesenbombe direkt reingelaufen wäre. So. Komm, Aljisha, das schaffst du. Jawohl, Rathaus ist down. Jetzt kümmert er sich um die Klarenburg. Das sieht gut aus. So willst du das eigentlich haben, dass du direkt mit deinen Helden in der Mitte bist. Na gut, der König ist ein bisschen außenrum gelaufen, aber das ist dann auch egal. Aber du willst die Päckers in der Mitte haben. Und das hat er echt gut gemacht, muss man sagen. 45%, 46%. Das sieht doch sehr erfreulich aus. Königin lebt auch noch. Und jetzt macht er eben noch den Minenwerfer kaputt und dann hat er doch die 50%. Ja, schönes Ding. Ja, so muss das sein. Wer gewinnt den Klanbohr? Jetzt live dabei sein, ja. Ja, Valkyren sind momentan ein bisschen im Kommen, Lakis auch, das Update ist momentan schwer im Fallen, seht ihr unten, habe ich mal eingeblendet, ja. Wann kommt das Update? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, dass einige Leute echt so leicht, glaube ich, waren und gedacht haben, das würde an dem Mittwoch kommen, nur weil ich das gesagt habe, es könnte kommen. Das war ja nur ein Gerücht, Leute. So, 2 Sterne geholt, wunderbar, Aljisha, ich bin stolz auf dir. So, nächster Angriff, den wir jetzt hier haben, von Rotwein Pirat auf Eric Barbaro. Ich denke mal, ich weiß nicht genau, aus welchem Land der Clan kommt. Also, Mercenarios hört sich ziemlich spanisch an, also zumindest ein spanischsprachiges Land. Könnte natürlich auch Mexiko sein oder Südamerika. Oder beziehungsweise America del Sur, wie wir in Spanien sagen. Aber ich weiß es nicht genau, weil nämlich einer von denen hat auch eine brasilianische Flagge und er sieht zum Beispiel eine spanische Flagge. Es könnte natürlich auch sein, dass das ein bisschen gemischt ist. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir vielleicht mal fragen. So. Auch wieder Go Wipe vom guten alten Rotweinpirat. Ich bin mal gespannt, was er macht. Aha, das sind meine 6er Magier. Das sind die Rotweinmagier, die da drin sind. Komm, lauf. Nein, der Mauerbrecher hat es nicht ganz geschafft. So, König und Königin hinterher. Relativ mittig, das ist gar nicht mal schlecht. Er hat noch einen... Ja, komm, Wutzauber, komm. Komm, Pirat, das schaffst du.
Rotwein-Pirator, mach es. Mach es, mach es, mach es, mach es. Mach das Rathaus kaputt. Oh, er geht auf die Königin. Ah, scheiße. Der Päcker ging leider direkt erst auf die Königin, ohne sich um das Rathaus zu kümmern. Man muss sagen, die sind echt gut. Der Gegner ist echt gut. Jetzt komm, 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 komm. Ah, schön. Einen Stern hat er jetzt schon mal, aber es wird jetzt echt knapp. Scheiße, das wird echt knapp werden. Nein, 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 nein. Oh, jetzt wird's knapp. 42%. Oh, das wird echt eng. Das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Okay, außen hat er schon mal einen Bogenschützen gesetzt. Nein, bitte, 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 komm. Scheiße. Unten hat er jetzt noch einen Bogenschützen gesetzt, zwei Stück. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, ob er den noch woanders hätte setzen können, um dann mehr Prozente zu holen. Ich glaub's fast nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Es wird auf jeden Fall nicht reichen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ach, verdammt. Ja, 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 ja. Nein, leider nicht. Leider nur 47%. Schade, lieber Pirat, schade. Knapp war's. Knapp war's, knapp war's, knapp war's. So. Jetzt haben wir... Oh, wir haben noch einen. Wir haben eben angefangen von Leo. Von Leo auf Sinmanoski 16. Und das ist nämlich, glaube ich, das ist die Nummer 1 vom Gegner. Also muss man sagen, schon eine etwas, bessere Base. Level... Ich kann das von hier so schlecht sehen. Level 3 Inferno-Türme. Luftabwehr auf Max. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Jetzt geht er davor mit... Er hat Max-Truppen, Level 25. Hält, ich kann hier leider die Königin nicht sehen. Ich muss, glaube ich, echt mal noch das Banner ein bisschen rüberschieben, weil das ist echt so... Muss ich mal gucken, weil das ist, ich sehe nicht genug. ich sehe den Level der Königin nicht, aber ich sehe ihn jetzt natürlich doch im Spiel selber. Also Level 23 ist okay. Ja, mit den Helden, ey, da musst du eigentlich doch... Ich würde nicht von unten angreifen, ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Ich meine, das ist zwar eine Teaser-Base, aber trotzdem. Ich würde es eher von links oder von rechts versuchen, von der Seite irgendwie, weil... Weiß ich nicht. Scheint mir so, als wäre das nicht... Weiß ich nicht. Also 28%. Es wird auf jeden Fall sehr eng werden in so einem Angriff, das kann man jetzt schon mal sagen. Los, bitte, 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 bitte. Königin ist jetzt gleich auch Fratze, leider. Mist. Scheiße, scheiße, scheiße. König ist auch nicht mehr so ganz am Leben. Unten sind noch die Magier. Ach man, das wird, glaube ich, nicht reichen für einen Stern, leider. Das wird leider nicht reichen für einen Stern. Ach man. Schade, schade, schade. 36%, jetzt sind noch die Magier unten zurecht. Zugang, er hat noch 7 Bogenschützen. Aber wo willst du sie hinsetzen? Du könntest noch auf das Lager da hinten gehen. Auf das Elixierlager kannst du noch ein paar Prozente holen. Schwierig. 38%. 40 schafft er vielleicht noch, wenn er ein bisschen Glück hat. Oder wenn er noch, ja, wenn das jetzt noch läuft, dann, ja. 39% holt er auch nicht mehr. Scheiße. Ja, kannst du eigentlich jetzt nicht mehr so viel machen. Oben, was willst du noch machen? Kannst du jetzt da noch einen hinsetzen? Ja, das war's leider. Nein, nur 39% von Leo. So, haben wir noch einen im Angebot. Haben wir doch einen Angriff. Ja, wir sehen jetzt 11 Angriffe, 14 Sterne, ein Angriff, 2 Sterne des Gegners. Also ist noch im Grunde noch nichts großartig entschieden. Der Gegner hat noch nicht angegriffen. Aber jetzt haben wir hier einen Angriff von YOLO. Gucken, was der YOLO so treibt hier. Also, YOLO gegen... Nisho Olympia. Also Rathaus Level 9 gegen Rathaus Level 9. YOLO ist ja am Samstag auf... wird er Rathaus 10 schaffen, weil er das vor 2 Wochen in Angriff genommen hat. So. Ah, endlich mal... wobei, go wee wee mit noch Packers dabei. Also so eine Mischung. So, er blitzt. Ja, das muss doch... Diesmal muss das doch mal klappen, ey. Das kann nicht sein, dass wir jetzt immer nur so einen Stern holen hier. Mann. Königin, die Königin läuft schon wieder ein bisschen zu weit außenrum für meinen Geschmack. Die Packers entscheiden sich jetzt, ich laufe lieber außenrum. Nein, 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 nein. Komm, mach den X-Bogen, komm, 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 komm. In der Mitte ist schon der König. Ah, der König ist tot. Scheiße. Das heißt, der Sprungzauber funktioniert jetzt auch nicht so richtig für die Königin, weil die Königin sich jetzt erstmal denkt, ja, die Königin entscheidet sich jetzt erstmal die Klamburg kaputt. Was ist die Scheiße mal bei dem Sprungzauber bei der Königin? Weil die Königin halt so einen großen Radius hat, dann denkt die sich, nö, ich springe jetzt noch nicht darüber, ich mache jetzt erst noch irgendwas anderes kaputt. Das ist halt das große Problem, ne? Also, das ist die Scheiße. So, jetzt wird das Film erstmal das Lager kaputt gemacht. Ja, die Königin ist jetzt gleich Fratze, leider. Oh, aus ist noch der Päcker. Also, wenn ich jetzt mal realistisch schätzen müsste, würde ich sagen, ein Stern. Hat er schon. Also, ein Stern, da wird es auch bei bleiben, das meine ich damit. Nein, 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 nein. Schade. Ja gut, das will man machen. Da steckt man nichts drin. Hat man Scheiße am Schuh, so ist das nun mal. Wann kommt das Update? Das ist eine gute Frage, Leute. Das ist eine gute Frage. Ja, ein Stern leider nur. Und 53% von YOLO. So. Noch einen Angriff haben wir noch von
X, Eric X, 8699. Ich denke mal, er ist am 8.6.1999 geboren, würde ich mal jetzt so vermuten. Und er greift XX Jean Genou XX an. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ey, wir haben nur Go Wipe heute, oder? Nur Go Wipe. Ich bin ein Päcker. Ich bin ein König und ich tanze ein bisschen. Ich weiß nicht genau. Also irgendwie scheint wohl mittlerweile die mit Abstand beliebteste Taktik zu sein. Ich habe aber auch schon gesagt im Clan, Leute, wenn ihr maxt Valkyren oder so habt, nehmt doch einfach mal die Valkyren. Ich habe mir mal überlegt, kann man nicht einfach die Valkyren mal irgendwie die Magier mal teilweise ersetzen durch Valkyren? Das wird doch auch funktionieren, oder nicht? So, jetzt haben wir schon mal... das läuft doch super hier. Der Angriff läuft doch mal echt super. Der läuft doch wie geschnitten Brot hier. Richtig gut. Ah, zweiter Stern. Schönes Ding, Erik. Schönes Ding. Ja, einer... Ja, das ist doch mal ein Angriff, den man noch hier sagen kann, wo man wirklich mal sagen kann, der läuft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schön, Erik, schön. Ja, du nimmst zum Beispiel, sagen wir mal, du nimmst, Go Wipe. Und du ersetzt dann die Magier, ersetzt du durch Valkyren. Die Valkyren sind relativ stabil. Vor allem im Vergleich zu Magiern sind die relativ stabil. Oder du mixt das ein bisschen. Du nimmst, wenn du Magier hast, nimmst du nicht 12 Magier, sondern nimmst einfach 6 Magier und, oder nimmst, ja gut, die Valkyren brauchen ein bisschen mehr Platz natürlich, die brauchen das Doppelte. Nimmst du dann halt ein bisschen weniger Magier und nimmst noch ein paar Valkyren mit. Nimmst die Magier dann wirklich so zum Aufräumen noch. Das wäre doch mal wirklich eine gute Taktik eigentlich. Du musst halt gut in die Mitte kommen mit den Valkyren auch, weil dadurch, dass die sich ja drehen und so einen Schaden austeilen, ist es natürlich eigentlich wünschenswert, dass sie sofort in die Mitte kommen, wo das Rathaus steht, damit die da wirklich den Flächenschaden richtig auspacken können. Das wäre nochmal was. Also, Leute, wenn ihr da eine Idee habt oder so, dann schreibt's mal. Also, ich fände die Taktik echt geil. Bald kommt ja auch die große Gem-Challenge. Vielleicht muss ich die Valkyren ja dann sowieso zur Strafe hochgemmen. Also, das müssen wir dann mal abwarten. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Ende. Ich werde das jetzt mal hier nutzen, dadurch, dass er noch den Angriff hier zu Ende ausführt. Bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Um 17 Uhr kommt der Troll-Clan War. Der ist richtig, richtig, richtig geil geworden, Leute. Also, wirklich. Richtig geil. Da müsst ihr unbedingt mal reinschalten. Sehr geil. Mit Weltrekordversuch. Also, Leute. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Während jetzt hier noch das Ende sehen. Macht's gut. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.